Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ich möchte heute nochmal eine Frage beantworten. Und zwar ist die von ThePony81. Sie hat geschrieben, das ist ja wirklich tragisch, was du früher erlebt hast. Wie bist du da rausgekommen? Hast du eine Therapie gemacht? Und auch Sophie hat geschrieben, das würde mich auch interessieren. Wie bist du da wieder rausgekommen? Das Ganze war ein ziemlich langer Prozess und es gab da mehrere Momente, die mich dazu gebracht haben, mein Verhalten zu verändern und auch ja etwas zu verändern in meinem Leben. Das sind einerseits die Kontakte mit der Polizei, wo ich schon so sehen konnte, wenn du weiterhin so weitermachst, dann wirst du für längere Zeit mal im Gefängnis bleiben. Und das war eine Sache, die mich tot traurig gemacht hat. Und ich wusste, dass wenn ich trinke, es regelmäßig vorkam, dass ich am Ende die Polizei vor mir stehen hatte. Und so habe ich da schon versucht, wenigstens etwas weniger zu trinken, hat es nicht so geklappt. Aber es ist halt so ein kleines Puzzleteil vom Ganzen. Um das Ganze ein bisschen besser zu erklären, möchte ich ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Angefangen mit dem Trinken habe ich, als meine Mutter gestorben ist. Zu der Zeit, also bevor meine Mutter gestorben ist, hatte ich auch eine soziale Phobie, aber die war nicht so krass ausgeprägt, wie es danach eingetroffen ist. Als meine Mutter gestorben ist, hatten wir dann auch zur gleichen Zeit einen Konflikt mit der Familie von meiner Ex-Freundin. Sie kam aus einer muslimischen Familie und sie durfte nicht mit mir zusammen sein, aber sie wollte bei mir bleiben, weil eben meine Mutter gestorben ist und sie wollte mich trösten. Deswegen wollte sie bei mir bleiben. Und das hat dann mit ihrer Familie den Konflikt gebracht, dass sie nicht wollten, dass sie da ist. Sie hatten Angst, es fällt auf bei anderen Familienmitgliedern. Und das war nach ihrer Ansicht sowas wie ein Todesurteil. Und diese Familie hat uns dann bedroht, uns umzubringen. Das ist dann eigentlich beides sehr zeitnah passiert. Meine Ex-Freundin und ich haben uns dann entschieden, dass wir flüchten. Wir haben dann verschiedene Vereine kontaktiert, die sich darauf spezialisiert haben, Menschen zu helfen, die bedroht werden von anderen. Aber das war auch nicht leicht. Wir sind dann abgehauen und haben erstmal eine kurze Zeit im Auto gelebt. Das im Winter, es war auch kalt und wir hatten auch kein Geld. Ihre ältere Schwester wurde auch von der Familie verstoßen, aber sie hat halt einen Muslim als Freund schon gehabt. Da ging das gerade noch so, der hatte eine andere Richtung, deswegen war es auch nicht okay. Aber im Endeffekt ging es irgendwie und diese Schwester hat uns dann immer mal ein bisschen Geld geschickt in der Zeit, wo wir im Auto waren. Wir konnten dann in der Nacht nicht dauernd die Heizung im Auto laufen lassen, weil sonst wäre der Sprit ausgegangen und dann hätten wir uns von dem Ort, wo wir gerade waren, nicht weiter fortbewegen können. Also war es auch da ziemlich elendig, scheiße war es da, kann man so sagen. Und jetzt war es so, dass ich durch diese Bedrohung, durch deren Familie, und die haben mich zutiefst beleidigt, sie wollten mich umbringen, sie haben meine Mutter beleidigt, dass ich gar nicht wirklich um meine Mutter trauern konnte, weil ich war bedroht vom Leben, wir hatten Angst, dass uns irgendwas passiert. Diese Familie hat dann auch meinen Bruder bedroht, gesagt, sie bringen seine Tochter um. Der hatte also auch Angst. Das war so wie in manchen Filmen, wo die alle drumherum, Familie, Bekannte, auch bedrohen, um dafür zu sorgen, dass auch die nicht mehr hinter einem stehen und sagen, lass das, das ist der falsche Weg. Wir hatten also im Endeffekt niemanden mehr aus unserem Umfeld, der hinter uns stand. Ja, und so sind wir dann abgehauen. Durch einen Verein haben wir dann einen Rechtsanwalt kennengelernt. Der hat uns dann seine Zweitwohnung zur Verfügung gestellt. Da haben wir dann einige Zeit in seiner Zweitwohnung wohnen dürfen und dort mit der Stadt zusammen gearbeitet und versucht, dass wir da irgendwie wieder rauskommen. Wir hatten dann mehrere Gespräche mit der Stadt, die wollten uns helfen. Aber im Endeffekt mussten da die Leute, die uns helfen wollten, feststellen, dass es doch nicht so ging, wie sie es sich vorstellten. Und dann sind wir weiter umgezogen. Wir haben dann eine Wohnung gefunden durch eine Vermieterin, der wir ein bisschen das Problem geschildert haben. Und die hat dann gesagt, ja, ihr könnt die Wohnung haben. Und das war ziemlich abseits, blende ich euch auch mal ein, wo das war. Das war mitten irgendwie in der Pampa, da gab es gar nichts. Es gab in dem Dorf selber nur einen Kiosk mit einem sehr alten Mann. Der hatte Brot und so verkauft, aber das war schon schimmelig. Das war schon schimmelig, ey. Und wo wir dann dort eine Zeit lang wohnten, wollte meine damalige Freundin mich heiraten, aber ich war davon nicht so beeindruckt irgendwie. Ich meine, wir waren gerade richtig in der Krisensituation und sie wollte mich heiraten. Und dann kam auch so die erste Arschlochaktion von ihr, dass sie mit meinem damaligen besten Freund geschrieben hat und die irgendwie rumgemacht haben. Dann wollte ich sie eh nicht mehr heiraten und dachte mir aber, okay, gib ihr noch eine Chance, es war ja nur per Internet.
ihr geht es ja auch nicht so gut durch das, was alles passiert ist. Vielleicht wollte sie sich ablenken, es ist nichts in echt passiert, okay. Von dort aus haben wir dann einen weiteren Verein kennengelernt, weil wir waren einfach in einem Dorf, wir konnten, da ging nichts, das war auch nicht zukunftsfähig irgendwie für uns. Da wohnten vielleicht 20, 30 Leute in dem Dorf, das war es auch schon. Wir hatten keinen Kontakt zu anderen. Dann haben wir einen anderen Verein kontaktiert und der war in Leipzig. Meine Ex-Freundin hat all diese Vereine kontaktiert. Ich konnte es gar nicht so, aufgrund meiner sozialen Phobie hätte ich nicht so hinbekommen. Und in Leipzig gab es dann einen Verein, der gesagt hat, ihr könnt hier hinkommen, wir schaffen das. Und da war eine Frau, die war richtig nett. Und auch die Polizei, sie hat das zusammen mit der Polizei gemacht, sie hat mit der Polizei zusammengearbeitet, die hatten da so schon Erfahrungen drin. Und diese Frau sagte, ihr könnt in eine Wohnung von einem Pärchen, das hat dasselbe erlebt wie ihr, die ziehen jetzt wieder weg und ihr könnt dann in deren Wohnung einziehen. Und dort sind wir dann eingezogen und eine Zeit lang ging es mir dann ein bisschen besser. Wir sind auch mal in Urlaub gefahren, ich blende euch auch wieder Bilder ein. Auf diesen Bildern waren wir in Centerparks, das war an der Nordseeküste, da ging es mir wieder ganz gut, ich hatte wieder Hoffnung, ich habe wirklich aufs Meer geschaut und dachte mir, jetzt wird alles wieder besser. Dann aber wieder so eine Aktion von meiner damaligen Freundin, sie hat gesagt, sie möchte eine gute Freundin treffen, die sie neu kennengelernt hat. Ich dachte mir nichts dabei, ja, eine Freundin will ich treffen, ohne mich ist ja okay, muss ja nicht immer der Freund dabei sein. Irgendwann habe ich dann rausbekommen, dass meine damalige Freundin und ihre ach so tolle Freundin lesbisch waren. Und das war ziemlich, ziemlich krass. Ich kannte meine damalige Freundin über 10 Jahre und eigentlich war sie lesbisch. Das ist schon, kommt man erstmal nicht drauf klar. Ja. Hey, Lesbe. Ja. Das war natürlich ein richtiger Schock. Meine damalige Freundin wollte mich trennen. Ich war erstmal einfach enttäuscht, entsetzt. Natürlich, dann habe ich wieder mehr und mehr getrunken. Es war ein Absturz für mich, ein richtiger Absturz. Meine Mutter war gestorben. Meinen Bruder konnte ich nicht mehr sehen, den ich ja eigentlich schon liebe. Aber durch den Tod meiner Mutter ist das alles vollkommen am Arsch gegangen. Es ging meinem Bruder eher nur noch um das Erbe, was sie erbt. Und mir ging es nur noch darum, irgendwie rauszukommen aus dem Scheiße. Ich hatte ja kein Zuhause mehr. Wir haben im Auto gewohnt, dann waren wir mal dort in einer Wohnung von dem Anwalt, dann waren wir auch mal in einer anderen Wohnung. Das war in Düsseldorf, da waren wir ein paar Tage über Weihnachten, da haben wir Weihnachten gefeiert. Das war auch ziemlich schräg. Wir hatten nichts, aber trotzdem war es ein schönes Weihnachten. Wir haben dann Frikadellen und Kartoffeln gegessen, das war auch gut. Es war schön, auch wenn drumherum alles scheiße war. Da fing es dann an, wirklich zu bröckeln zwischen mir und meiner damaligen Freundin. Ich habe versucht, ihr zu verzeihen, aber so ein Hintergedanke kriegt man einfach nicht weg. Und mittlerweile weiß ich auch, dass sie wirklich lesbisch ist. Sie hat danach gesagt, sie wäre gar nicht lesbisch, sie hätte das nur versucht und so ein Quark. Hat sich selbst belogen und mich belogen. Naja, die Beziehung zwischen meiner damaligen Freundin und mir ist dann auch immer mehr zusammengebrochen. Ich habe versucht, das irgendwie ihr zu verzeihen, hab gedacht, okay, sie hat so viel Scheiße auch erlebt, du kannst sie nicht einfach fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, sie kennt ja in Leipzig eigentlich auch keinen. Ihre Freundin, womit sie rumgemacht hat, wollte sie nicht mehr und dann hat sie mir natürlich wieder vorgespielt, dass sie gar nicht lesbisch wäre und so und dumm wie ich bin, ja, heimblöd hoch 3, bin drauf reingefallen, aber natürlich konnte man das Geschehene nicht mehr irgendwie aus meinem Kopf bekommen, rückgängig machen und so ist die Beziehung irgendwie zerbröckelt. Kurze Zeit später ist uns in Leipzig das Geld ausgegangen, so dass wir die Miete nicht mehr hätten zahlen können. Und meine Ex-Freundin, die hat das wohl auch gemerkt. Und statt zu sagen, so, ich will gar nicht mehr mit dir zusammen sein, ich will woanders hingehen, ich kann das alles nicht mehr, ist sie zur Polizei gegangen und hat eine Top-Story bei der Polizei über mich erzählt, dass ich sie einsperren würde. Das ist ehrlich so. Sie hat gesagt, ich würde sie einsperren. Das war auch einfach krass.
Wir hatten ja bei der Polizei Kontakte. Dadurch, dass wir in so einer Art Zeugenschutzprogramm waren, hatten wir bei der Polizei unsere Ansprechpartner. Und sie sagte eines Tages so, ich möchte gerne zur Polizei, mir geht's nicht gut, ich möchte mit denen reden. Ich dachte natürlich, sie meint das ernst, ihr geht es nicht gut, sie braucht jemanden, mit dem sie reden kann. Wir haben da die Polizei, vielleicht möchte sie einfach mit denen darüber reden. Dann sind wir morgens losgefahren, ich kann mich noch ganz genau erinnern. Sie hat nichts gesagt, wir sind zusammen zur Polizei gefahren, zusammen. Und sind dann dort reingegangen. Sie möchte da den Herrn Punkt, Punkt, Punkt sprechen. Dann ist sie mit dem Polizisten verschwunden. Und das hat ziemlich lange gedauert, sodass ich nicht mehr da in diesem Wartesaal warten wollte. Dann bin ich raus vor die Tür gegangen. Nach Stunden passierte nichts. Ich sagte irgendwie komisch, wie lange redet die da? Naja, dann ging noch mehr Zeit um. Und irgendwann dachte ich so, das ist aber ziemlich lang. Ich habe da Stunden gewartet. Und dann bin ich wieder zu unseren gemeinsamen Wohnung gefahren und dort habe ich schon gesehen, da steht ein Polizeiauto, habe mir aber noch nicht so viel dabei gedacht. Dann bin ich zu unserer Wohnung gegangen und dann stand da jemand vor und der hatte die Tür aufgebrochen. Und das war erstmal ein Schock. Ich dachte, was läuft denn hier ab? Ja, so vollkommen unwirkliche Situation. Dann bin ich reingegangen und überall standen Polizisten in dem Raum und sagten gleich, sie wissen genau, was hier los ist. Und ich wusste gar nicht, woher denn auch. Dann habe ich meine Ex-Freundin, die auch dabei war, gefragt, was ist denn los? Was ist passiert? Und sie sagte, kann der rausgehen? Ich möchte nicht mit ihm sprechen. Ja? Und so stand ich da und die haben wirklich alles durchsucht bei mir zu Hause, die ganze Wohnung verwüstet, die Tür aufgebrochen, mich einfach da so stehen lassen, gesagt, sie wissen doch, was los ist. Ich wusste es nicht, ich habe ja nichts gemacht. Die sind dann mit ihr verschwunden und dann habe ich in meinem Briefkasten so ein Kärtchen von der Polizistin und dem Polizist da bekommen, ich soll mich bei denen melden. Und dann bin ich da hingegangen, ich hatte natürlich Angst wegen meiner sozialen Phobie und dann sagen die mir so, sie haben ihre Freundin eingesperrt. Sie haben genau das gleiche gemacht wie ihre Familie, also die Familie von meiner damaligen Freundin, diese muslimische Familie, ja. Sie haben das gleiche gemacht, schämen Sie sich nicht. Und ich sitze da und denke mir, hä? Ja? Ich habe sie nicht eingesperrt. 1000%ig habe ich sie nicht eingesperrt. Ich bin selber mit ihr zur Polizei gegangen. Ich habe sie selbst zur Polizei gebracht. Welcher Typ macht es, der eine Frau einsperrt, bringt die Frau, die er einsperrt, zur Polizei? Einen Tag vorher war sie alleine draußen. Also ich habe das nicht gemacht. Ich habe sie nicht eingesperrt. Sie konnte gehen, wann sie wollte und wiederkommen, wann sie wollte. Und das hat sie einen Tag vorher auch gemacht. Sie war gegangen und konnte wiederkommen. Hätte ich sie eingesperrt, was dann? Wäre sie doch an dem Tag alleine zur Polizei gegangen. Warum kommt sie dann wieder? Ich habe sie nicht eingesperrt. Jedenfalls war das dem Polizisten egal. Es war irgendwie Aussage gegen Aussage. Wobei meine Aussage da irgendwie kein Gewicht hatte. Man hat mir nicht geglaubt. Da musste ich mal wieder zur Polizei. Wieder mit denen reden. Da war das so ein Bodybuilder-Polizist, ja, der mich übelst beleidigt hat. Einfach, weil er sich dachte so, dem glaube ich nicht, ihr glaube ich. Das war einfach so gemein war das. Ja? Und dann kramt er so in meiner Vergangenheit. Was haben Sie denn beruflich gelernt und so? Und versucht mich darüber vollkommen zu dissen. Mir ging es eh nicht gut. Und dann so ein Hi-O-Pi wirklich, der versucht einfach, ja, der gar nicht die andere sich gesehen hat. Das war dann auch wieder so ein Moment, wo von jetzt auf den anderen Tag sich wieder alles geändert hat. Auf einmal war sie nicht mehr da. Ich war alleine in der Wohnung. Wir waren im Mietrückstand. Was sie wusste, war ihr egal. Sie war ja weg. Hey, interessiert sie ja nicht mehr. Ich war also dort alleine. Der Vermieter hat gesagt, melden Sie sich. Ich durch meine soziale Phobie habe es leider nicht hinbekommen, mich gleich zu melden. Ich bin wirklich 1000 Mal im Park gegangen mit einem Handy und habe mir gesagt, jetzt rufst du an. Und dann habe ich habe mich nicht getraut. Es hat seine Zeit lang gedauert, bis ich da angerufen habe. Es hört sich voll dumm an, aber ich hatte einfach so eine Angst davor. Es ist dumm. Ich weiß es. Und irgendwann habe ich mich dann getraut und er hat gesagt, hallo, Sie sind im Mietrückstand, wir müssen ein Treffen ausmachen, wir kündigen Sie. Und ich bin dann zu dem Treffen gegangen und er hat am Telefon gesagt, wenn Sie die Hälfte der Miete überweisen, dann können Sie dort bleiben. Das ist wirklich viel, was ich so zu erzählen habe und ich versuche das so kurz wie möglich zu halten, aber irgendwie ist das gar nicht möglich, weil da wirklich so viel vorgefallen ist. Ich versuche so die wichtigsten Sachen irgendwie da reinzupacken und ich hoffe, dass ihr mir noch irgendwie folgen könnt. Und ja, ich wusste natürlich, wenn ich die Miete nicht zahle, dass ich auf der Straße landen werde und so habe ich all meinen Mut dann zusammengenommen, bin zum Arbeitsamt gegangen. Und die haben mir dann auch nach einiger Zeit, das hat natürlich auch wieder gedauert, die geben einem ja nicht direkt das Geld für die Miete, das hat natürlich auch seine Zeit gedauert,
Die haben mir dann Geld auf mein Konto überwiesen und wo ich das Geld hatte, dann habe ich auch ungefähr zu dem Zeitpunkt mich überwinden können, den Vermieter anzurufen, weil jetzt hatte ich ja Geld, konnte ich sagen, ich kann das auch zahlen. Und der meinte dann, ich soll die Hälfte überweisen und ich soll zum Termin kommen und dann würden wir reden. Als ich dann da ankam, sah das Ganze wieder anders aus. Er hat gefragt, haben Sie die Hälfte überwiesen? Ich habe ja, ja gesagt. Ich habe die Hälfte der Miete dann nicht überwiesen, weil ich irgendwie so im Hinterkopf hatte, wenn der jetzt doch sagt, Sie sind gekündigt, dann habe ich ein Problem. Da bin ich auf der Straße und habe nicht mehr wirklich Geld. Das kann ich so nicht machen. Dann bin ich zu dem Termin und ich sagte, Entschuldigung, das ist alles richtig scheiße gelaufen. Meine Freundin ist weg. Da hat sie auch mitbekommen, was da passiert ist. Der Vermieter war unter mir. Es war ein Riesenhochhaus und die waren unter mir. Muss mitbekommen haben, dass die Polizei da gewesen ist. Und sagte, ich habe auch Depressionen, was ich damals leider echt hatte. Und er sagte, die Depressionen sind ihm scheißegal. Er hat auch Depressionen, wenn er meine Rechnung sieht. Und ich werde da nicht mehr wohnen können. Ich muss ausziehen. Ich habe dann wirklich ihn darum gebittet, mir eine Chance zu geben, aber es war ihm egal. Er hat gesagt, nein. Und dann sollte ich die Schlüssel abgeben. Es gab so eine Wohnungsübergabe und ab da war ich dann eigentlich ja wohnungslos. Ich hatte den Schlüssel noch, ich hatte nur einen Schlüssel. Ich hatte zweimal die Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel reingeworfen, einen Schlüssel behalten und immer abends bin ich nochmal in die Wohnung reingegangen. Das ging so eine Woche oder so gut. Es war natürlich nicht korrekt von mir, dass ich ihn angelogen habe und gesagt habe, ich habe schon einen Teil des Betrages überwiesen. Aber so gesehen, ja, konnte ich danach eine Zeit lang in meinem Hostel leben. Sonst hätte ich das gar nicht erst gekonnt und das war mitten im Winter. Das, ich weiß nicht, das ist grausam. Ich habe dann versucht, in dieser sehr kurzen Zeit, wo ich noch in der Wohnung bleiben durfte, bis zur richtigen Kündigung, wo man raus muss, versucht, eine Wohnung zu bekommen. Ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen, habe da Termine wahrgenommen, aber leider hat das einfach nicht geklappt. Ich habe keine Wohnung gefunden. Nachdem das alles passiert ist, habe ich auch selber gemerkt, hey, du hast ein Problem, ich wollte mich umbringen. Es ist einfach so. Ich hatte damals keinen Kontakt mehr zu meinem Bruder, aber ich habe ihn eines Tages angerufen und gesagt, mir geht es wirklich blöd. Ich möchte nicht mehr leben. Und ja, und es war wirklich schön, dort wieder mit meinem Bruder zu telefonieren. Das gab mir ein bisschen Halt. Ich konnte mit ihm über all die Scheiße reden, die passiert ist. Und das gab mir halt irgendwie eine Perspektive. Liebe halt, das braucht man auch. Und ich konnte ihn immer anrufen, wenn es mir wirklich richtig schlecht ging. Ja. Ich habe halt gemerkt, dass ich dafür Hilfe brauche. Ich war dann erst in Leipzig noch bei einer normalen Ärztin und die hat das nicht so wahrgenommen. Sie war eine Christin und sie wollte mir die Bibel mit nach Hause geben, hat gesagt, die sind da ein smarter Kerl und so und mit Gott schaffe ich das alles. Die hat das Problem nicht so erkannt, dass ich überhaupt Depressionen hatte. Ich habe auch keine Medikamente oder sonst was bekommen. Einfach mit Gott regelt sich das schon. Das hat mir nicht geholfen. Ich habe auch meinen Mut da wieder aufgebracht, hier dahin gegangen und dann gehe ich raus mit einer Bibel in der Hand. Das war's. Das konnte jetzt auch nicht mich irgendwie erfüllen oder mir Halt geben. Das war einfach so, ja, Fragezeichen. Mir ging es danach ja nicht besser und ich wollte auch Hilfe, weil ich wusste nicht mehr raus aus diesem Dilemma. Ich wusste nicht mehr, wie die Gedanken aufhören, dass ich nicht mehr leben möchte und dass alles scheiße ist. Ich wollte da rauskommen. Dann bin ich in eine Klinik gegangen und dort war eine Ärztin, der habe ich dann geschildert, wie es mir so geht, was so abläuft. Und sie meinte dann, sie haben Depressionen, sie brauchen Medikamente. Ich habe da so ein Medikament. Die hat mir das alles wirklich wunderschön erklärt, mir auch Medikamente gegeben. Aber leider bin ich dann aus der Wohnung ja geflogen. Dadurch, dass ich dann obdachlos war, konnte ich auch nicht mehr so in diese Klinik gehen, weil ja, man hat ja nicht tausend Sachen dabei, man kann sich nicht umziehen, man ist irgendwie obdachlos. Wie soll man das denn da alles sagen? Ja, das ist super peinlich. Ja, danach kam eben die Zeit, wo ich dann auf der Straße war und wo ich sehr viel Kontakt mit der Polizei hatte. Da war ich einmal in der Stadt in Butzbach. Dort wurde ich dann auch eingewiesen, weil die Polizisten mich mehrmals täglich aufgegriffen haben und ich immer besoffen war und keinen guten Eindruck gemacht habe, wo ich erzählte, dass ich in einer geschlossenen war. Da war ich einen Tag, dann konnte ich die Oberärztin oder wer das war überzeugen, dass ich doch lieber wieder gehen kann. Das fand ich auch gut, ja. Ich kenne jetzt auch durch meinen Verlauf andere Kliniken, keine geschlossenen, sondern Tageskliniken. Und es war gut, dass ich da nicht bleiben musste. Das war wirklich nochmal eine andere Klasse.
Da waren Leute, die hatten wirklich andere Probleme. Einer, der konnte zwar reden, aber der wollte nicht mehr reden. Der konnte reden, aber der wollte nicht mehr reden. Also, und eine Frau, die draußen im Flur mit sich selbst irgendwie gesprochen hat, Leute gesehen hat oder so und rumgeschrien hat. Das war also nochmal eine ganz andere Etage da. Und ich glaube nicht, dass mir das geholfen hätte zwischen all den Leuten, die ganz andere Probleme haben, die nach schon in einer anderen Welt waren, gedanklich. Die waren auch so auf Medikamente. Ich habe damals noch geraucht, war immer im Raucherraum. Hey, die waren nicht mehr anwesend. Die waren zwar in dem gleichen Raum wie ich, aber die waren woanders. War ich auf jeden Fall froh, dass ich da wieder rausgekommen bin. Wie ich schon in dem anderen Video sagte, gab es nette und nicht so nette Polizisten. Da in der Stadt waren sehr nette Polizisten, die haben mich auch öfters aufgegriffen sozusagen. Irgendwie, ich weiß nicht, wie die das immer erfahren haben, dass ich irgendwo rumsitze und besoffen bin. Polizisten waren echt cool, die haben mich mehrmals aufgegriffen und haben auch mit mir geredet und gesagt, lass es doch sein und wo bist du, wo wohnst du, was machst du und so. Die waren halt einfach freundlich und nett. Sie haben das Problem erkannt, dass ich ein Problem habe, aber nicht so wie manch andere Polizisten gleich so die ganze Action gemacht. Zum Beispiel in Köln weiß ich noch, da haben die mich mal in Handschellen in Handschellen gemacht, der mich auf den Boden geworfen und so ein Quatsch. Ja, also man sieht, von Polizist zu Polizist sind da auch andere Vorgehensweise. Bei dem anderen kannst du ganz normal nett weiterreden. Der sieht irgendwie noch den Menschen in dir. Der andere zieht gleich sein Sicherheitsprogramm ab, weil er denkt, du hast eine Handgranate vielleicht in deinem Popo stecken oder so. Ich weiß nicht, warum manche so krass reagieren. Naja, egal. Also in der Stadt hatte ich dann auch ziemlich viel Kontakt mit der Polizei und dachte mir so, das wird auch nicht mehr weiter lange gut gehen. Wenn die gleichen Polizisten dich 3, 4 Mal noch sehen, dann werden die auch keinen Bock mehr haben. Und dann bin ich nach Köln gegangen, dort, wo ich eigentlich herkomme. Ich bin in Köln geboren, eigentlich in Frechen, aber meine Eltern kamen aus Köln. Wir sind dann vom Krankenhaus wieder nach Köln gefahren, also bin ich Kölner. In Köln habe ich dann die wirklich schrägen Typen kennengelernt, so Leute, die Crack nehmen, Leute, die gesucht werden von der Polizei. Es ist halt einfach so gewesen. Am Hauptbahnhof habe ich die kennengelernt, Kölner Hauptbahnhof. Da lungern ja immer ziemlich schräge Typen rum vor dem Hauptbahnhof. Und so hatte ich das Ganze eigentlich dann verschlechtert. Ich habe Leute gefunden, die so den gleichen Lebensstil dann hatten, so wie ich, saufen oder irgendwelche Drogen nehmen. Trotzdem, dass dann alles wirklich scheiße war, wollte ich das nicht mehr. Ich hatte ja noch immer die Depression, ich wollte mich noch immer umbringen. Das war wirklich schlimm. Ich wollte nicht mehr. In Köln dann durfte ich im Keller bei meinem Bruder wohnen, aber ich musste die Miete zahlen. Ich habe mich wieder ein bisschen aufgerafft, bin zum Amt gegangen, habe gesagt, ich brauche Geld. Und habe in Köln versucht, mir auch eine Wohnung zu suchen, was auch wieder nicht so leicht war. Es gab so viele Leute, die eine Wohnung wollen und so wenig Wohnungen irgendwie, dass es auch nicht so leicht geklappt hat. Ich habe es trotzdem immer weiterhin versucht. Ich habe auch durch das Amt eine Arbeitsstelle dann bekommen. Mir ging es bei meinem Bruder aber nicht wirklich gut. Das war auch dadurch, dass früher, wo meine Mutter gestorben ist, so viel passiert ist, hat das irgendwie die Beziehung zwischen mir und meinem Bruder auch zerbröckeln lassen. Es ist nicht mehr so wie früher, wie es war. Ich habe dann meine jetzige Frau kennengelernt und dann habe ich sie mehrmals getroffen und die Zeit mit ihr war wirklich schön. Ich habe mit ihr zusammen Silvester verbracht. Ich habe sie einen Tag nach meinem Geburtstag getroffen. Also wir hatten wirklich sehr schöne Zeiten verbracht. Diesen Gedanken, dass ich nicht mehr leben wollte, den hatte ich da noch immer. Das hatte ich dann auch immer mehr geäußert, wenn ich Alkohol getrunken habe irgendwie. An dem Tag, wo meine jetzige Frau mich abgeholt hat, sie wohnte mehrere hundert Kilometer entfernt, da habe ich auch getrunken, sonst ich hätte mich nicht getraut, mit ihr zu fahren, sage ich ehrlich. Durch meine Angst wär ich abgehauen. Hätte ich mich nicht getraut. Also die soziale Phobie war sehr stark. Das klingt jetzt irgendwie komisch, ja, wie musst du einfach einsteigen, mitfahren, ist doch nichts bei, so gesehen. Aber das war nicht so. Habe ich da auch getrunken an dem Tag an einer Tankstelle. Und ja, wie das so ist, wenn man längere Zeit schon trinkt, man hat das nicht mehr so im Griff, ja. Wo man angefangen hatte mit Alkohol, da gab es immer so einen Punkt, da ist dann die Angst weg gewesen und man war noch so ziemlich normal. Aber so am Ende meiner Trinkeskapaden war es dann so, dass ich getrunken habe und nicht mehr wusste, wann gut ist. Ich wusste nicht mehr das Limit von mir. Und ich war dann so betrunken, dass ich da mit Hunden gekämpft habe. Ey,
auch wie abgespaced von einer anderen Welt, so ein Vollidiot. Jedenfalls habe ich dann da mit Hunden gekämpft, das waren so Wachhunde, die waren hinter einem Zaun, die haben mir mal gebellt und dann und ich war irgendwie eh so abgefuckt von der Welt. Dann dachte ich, was wollt ihr von mir? Warum bellt ihr mich an? Habe immer meine Hand reingehalten und die haben immer da reingebissen. Ist nicht lustig, aber wenn ich so verrückt, ja, ich habe immer meine Hand reingehalten und dann beißt doch, was willst du von mir, du Scheißhund, ne? So voll idiotisch. Jedenfalls war ich da auch in meinem kranken Film drin gewesen, habe mit den Hunden immer meine Hand reingesteckt, war schon voll am Bluten und irgendwann steht natürlich auch die Polizei hinter mir und fragt, was machen Sie da? Ja. Und die haben dann, das waren auch wieder super nette Polizisten. Es gibt wirklich super Menschen. Ohne diese Menschen wäre diese Welt wirklich, wirklich nicht schön. Und diese Polizisten, das war auch mein Glück. Andere Polizisten hätten mich gleich wieder mitgenommen zur Polizeiwache und hätten mich durchsucht und also einen Blödsinn gemacht. Und diese Polizisten haben irgendwie, weiß nicht, die waren super lieb, die waren einfach lieb, die haben mich zu meinem Bruder gefahren. Das war echt mein Glück. Ja, die haben mich zu meinem Bruder gefahren. Ansonsten hätte ich an dem Tag meine jetzige Frau nicht treffen können. Meine jetzige Frau kam dann zu meinem Bruder und sie hat dann gesagt, komm mit mir mit. Und ab dem Tag ging es dann wieder bergauf mit mir. In Köln hätte es nicht mehr lange gedauert. In Köln war mein Untergang. Köln war einfach mein Untergang. Durch meine Frau dann habe ich mich auch bewogen, eine Therapie zu machen. Ich war dann in einer Tagesklinik, habe mir helfen lassen. Es war natürlich trotzdem nicht leicht, einfach mit dem Alkohol aufzuhören. Es gab immer wieder Tage, wo ich trotzdem getrunken habe, was scheiße ist. Schäme ich mich für, weil ich das meine Frau sich ansehen musste, ist leider nicht mehr rückgängig machen. Meine Frau hat auch einen Sohn und mit dem habe ich mich gleich super verstanden. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hier war, erstmal durfte er mich nicht sehen, weil ich halt an dem Tag sturzbetrunken war. Und das wollten wir nicht, dass er das irgendwie so mitbekommt. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da haben wir zusammen Pizza gebacken. Und auch ein ziemlich schöner Moment, als er dann sagte, hey, bist du jetzt mein Papa? Auch seit dem Tag ist er wie mein eigener Sohn, deswegen sage ich immer mein Sohn, auch wenn es nicht mein richtiger Sohn ist, fühlt es sich so an wie mein Sohn und er ist auch super lieb. Er weiß auch, dass er einen anderen Papa hat, ist also nicht so, dass er irgendwie in so einer Märchenwelt ist, das ist jetzt ein richtiger Papa, der war auf See, ist wiedergekommen. Nein, er wusste gleich, dass ich nicht sein richtiger Papa bin, aber er hat trotzdem gesagt, er freut sich, dass er jetzt endlich einen Papa hat und ich habe mich auch gefreut, denn er ist wirklich ein super lieber Junge. Und durch die Tagesklinik konnte ich da auch lernen, besser mit umzugehen. Ich wollte auch von mir aus das jetzt. Ich wollte etwas gegen meine soziale Phobie tun, etwas gegen meinen Alkoholkonsum tun. Und dadurch dann ist das alles in Gange gebracht worden. Als meine Tochter dann geboren ist, dann sah es auch wieder ganz anders aus. Sie ist so, auch so eine süße Maus. So ist das alles im Groben passiert. Dann durch die Geburt meiner Tochter ging es mir nochmal ein Stück besser. Sie ist wirklich ein Goldstück. Sie bringt mich dazu, dass ich Dinge mache, die ich vorher so nicht getan habe. Sie bringt mich dazu, mich mehr zu öffnen. Einfach, ja, ich möchte ja auch ein Vorbild sein. Ich möchte ihr auch nicht zeigen, dass ich solche Ängste habe. Ich möchte, dass sie ein selbstbewusstes Mädchen wird, dass sie raus in die Welt geht und sagt, hier bin ich Welt. Deswegen versuche ich auch weiterhin immer wieder was gegen meine soziale Phobie zu tun und ich möchte nie wieder dahin zurück, wo ich war. Ich hoffe, ihr konntet mir irgendwie folgen, ihr könnt es irgendwie verstehen. Ich habe jetzt tausend Sachen erzählt. Entschuldigung, es ist halt so eine immense Menge, die passiert ist und ja, deswegen auch in Videoform schreiben kann ich das erst recht irgendwie nicht. Bin ich so ein Schreiber und der Erzähler bin ich nun mal auch nicht, aber das kann ich jedenfalls besser als schreiben. Deswegen in Videoform gibt es da die Antwort. Ich hoffe, ich konnte euch die Frage einigermaßen beantworten. Ich wünsche euch noch eine tolle Woche. Bis dahin, Sebastian. Tschüss.